Nicht allein im zurückliegenden Sommer kletterten die Temperaturen im Innenraum der Fahrbibliothek der Stadtbibliothek auf rekordverdächtige Höhen. Vor diesem Hintergrund erhält die mobile Bibliothek in Kürze eine Klimaanlage. Vom 10. Januar bis voraussichtlich 21. Februar ist der Bus deshalb nicht im Stadtgebiet unterwegs. Immer längere Hitzeperioden haben die Nachrüstung dringend erforderlich gemacht, um die Aufenthaltsqualität für etwa 2000 Besucher im Monat sowie die Bibliotheksmitarbeiter deutlich zu verbessern. Der Einbau der Klimaanlage erfolgt im finnischen Kausala durch die Firma Kiotokori. Der Hersteller von Spezialfahrzeugen fertigte bereits die Fahrbibliothek, die seit 2013 in Magdeburg in Betrieb ist, in ihrer jetzigen Form an. Das Spezialgefährt verfügt im Inneren über Regale für ca. 4000 Medien und einen Veranstaltungsbereich im Heck. Regelmäßig versorgt der Bus Bürger an 37 Haltepunkten im gesamten Stadtgebiet mit Medien, darunter allein 15 Schulen. Während der Nachrüstungsphase unterhält die Stadtbibliothek einen Notbetrieb für die Versorgung der Kinder- und Schuleinrichtungen. Aktuelle Informationen und Fahrpläne finden sich auf der Homepage unter www.magdeburg-stadtbibliothek.de.